Bei guter Akklimatisierung, da ist es natürlich so, dass es beim Fahrradfahren, ja, man ist leichter. Also man hat das Gefühl, man kann die größeren Gänge wesentlich leichter treten. Ein großer Traum von mir ist die Umrundung des Kailash. Das sind immerhin etwa 5600 Höhenmeter. Da ich aber noch nie auf so einer Höhe war, weiß ich auch gar nicht, wie mein Körper darauf reagieren wird. Und deswegen ist eine gute Vorbereitung sicherlich notwendig. Ich benutze den Höhengenerator eben, um mich von zu Hause aus effektiv für meine Bergtouren vorzubereiten. Gerade wenn es in die dünnere Luft geht, kann ich dann zu Hause bequem meinen Alltag weiterleben und mich trotzdem vorbereiten. Das ist der Höhengenerator. Nach dem Einschalten kann man dann mit Plus und Minus die Höhe einstellen. Wenn man jetzt rechts auf die Standardtabelle schaut, sieht man, dass die Höhe von 9,5 etwa 3500 Metern entspricht. Über das schwarze Netz wird die Luft eingesogen. Intern werden dann die Sauerstoffmoleküle herausgefiltert. Und wenn wir den Höhenadapter umlegen, sorgt das dafür, dass die Luft zweifach gefiltert wird. In dem Fall muss man die untere Tabelle mit Höhenadapter verwenden. Und da sieht man dann schon, dass die 9,5 eben 6100 Metern entsprechen. Die Zuleitung von bis zu 10 Metern sorgt dafür, dass ihr den Höhengenerator einfach und bequem im Nebenraum abstellen könnt, damit euch die Geräusche, gerade beim Schlafen im Höhenzelt, nicht stören. Ihr könnt euch mit der Atemmaske passiv vorbereiten. Ihr könnt mit der Atemmaske aber auch aktives Höhentraining betreiben. Oder in der Höhe schlafen. Mit dem Sauerstoffmessgerät kann man jederzeit die Höhe im Zelt kontrollieren. 13,9% Sauerstoff entsprechen ca. 3500 Meter Höhe. Mit dem Pulsoximeter könnt ihr euer Training jederzeit kontrollieren und steuern und natürlich auch die Anpassungsprozesse beobachten und dokumentieren. Auf dem Pulsoximeter sieht man die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung. Die Sauerstoffsättigung besagt, wie viel Prozent der Blutblättchen aktuell mit Sauerstoff beladen sind. Bei großen Höhen und intensiven Intervallen nimmt die Sauerstoffsättigung ab. Egal, ob ihr Leistungssportler seid, euch wie ich im Bergsport zu Hause fühlt oder vielleicht einfach nur Trekking in großen Höhen machen wollt. Wenn ihr euch zu Hause aktiv vorbereiten wollt, fordert euren individuellen Trainingsplan an und freut euch auf die Vorbereitung. Die Vorbereitung gehört ja schließlich dazu wie die Reise selbst.